Liebe Brüder und Schwestern, jeder fragt sich früher oder später einmal, ja, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich hier auf dieser Erde? Warum das alles? Warum geschieht so viel Unheil in dieser Welt? Warum bin ich hier und nicht woanders? Warum habe ich diese Fähigkeiten? Warum muss ich in diesen Gegebenheiten, in diesem sozialen Umfeld leben? So viele Voraussetzungen, so viele Fragen. Und Jesus sagt uns heute im Evangelium, er gibt uns einen sicheren Hinweis und sagt, der Sinn des Lebens besteht sicher nicht darin, dass wir nur genießen, dass wir möglichst viel zusammenraffen, möglichst viel Besitz haben, möglichst viel Geld, damit wir uns ausruhen können, damit wir ein bequemes, angenehmes Leben haben. Nein, darin besteht der Sinn des Lebens nicht. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir Gott erkennen, ihn ehren und ihm unser Leben weihen, dass wir alles in seinem Namen tun. So viele Menschen gibt es heute, die leben, als würde es Gott nicht geben, als würde Gott gar nicht existieren. Wir aber als Christen, wir glauben und wir erfahren es tagtäglich, dass wir einen Gott und Vater im Himmel haben, dass es einen Schöpfer gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat und den Menschen. Ja, dass wir einen Gott haben, dem wir unser Leben verdanken. Alles, was wir haben, was wir sind, was wir besitzen. Aber Gott hat uns diese Gaben und alles, was wir haben, nicht nur für uns selber geschenkt, sondern auch, damit wir es mit unseren Mitmenschen teilen. Nicht damit wir alles für uns behalten und darunter ersticken unter diesem Berg von Gütern, sondern damit wir es weiterschenken an die Notleidenden, an die Bedürftigen. Ja, immer ist diese Versuchung da, auch heute, diese Versuchung der Begierde, der Habgier, wie es auch heute im Evangelium heißt. Vor dieser Habgier müssen wir uns hüten, denn diese Habgier bringt Tod und Zerstörung. Am Anfang war diese Sünde im Menschen. Er hatte diese Begierde, er wollte sein wie Gott. Er wollte nicht auf die Stimme Gottes hören, dieses Verbot Gottes nicht beachten, du darfst nicht von diesem Baum essen in der Mitte des Gartens. Aber der Mensch hat es nicht beherzigt, hat von dieser verbotenen Frucht gegessen und so fiel er in Sünde. Die Begierde, sie wirkt heute weiter. Der Herr möchte uns bewahren davor, vor dieser Habgier, vor dieser Gier, alles haben, alles machen zu können, sein zu wollen wie Gott, Herr zu sein über das eigene Leben. Er möchte der Mensch heute nicht sogar Herr des Lebens sein, möchte er nicht über sein eigenes Leben, über Leben und Tod bestimmen. Wenn der Mensch sein will wie Gott, wenn er Gott spielen möchte, dann kümmert er sich nicht mehr um die Schwachen. Er respektiert nicht mehr die Gesetze des Lebens. Dann bringt er die Kultur des Todes hervor. Ja, die Begierde, die Gier bringt Tod und Verderben. Sie bringt die Abtreibung hervor, die Lüge. Ja, dieses ungeborene Kind im Mutterschoß,
wenn es auch nur wenige Tage alt ist, wenige Wochen, es ist kein Zellklumpen, es ist wirklich ein Mensch mit menschlicher Würde, mit Rechten. Dieses kleine Kind im Mutterschoß, auch wenn es noch ganz winzig ist, es ist schon ein Mensch mit einer menschlichen Seele, ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes. Ja, wir sind aufgerufen, aufgefordert, auch dieses Leben, dieses ungeborene Leben zu respektieren. Wir dürfen nicht selber Schöpfer spielen wollen. Wir müssen diese Gesetze der Befruchtung beachten. Es ist nicht richtig, wenn es künstliche Befruchtung gibt. Gott hat uns geschaffen. Er schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir sollen nicht alles zusammenraffen. Der Herr schenkt uns Erlösung und Heil. Ja, der Vater schenkt uns seinen Sohn Jesus. Er befreit uns von dieser Habgier, die, wie der Apostel sagt, ein Götzendienst ist. Gott soll die Mitte unseres Lebens sein. Er soll die Mitte, der Ursprung und das Ziel unseres Strebens sein. Dann werden wir zu glücklichen und freien Menschen. Dann werden wir wieder neu erfüllt vom Geist der Weisheit, der uns hilft, unseren Egoismus zu besiegen, nicht der Habgier, der Begierde zu verfallen, nicht Sklaven des Fleisches, des Materialismus zu sein, der falschen Ideologien. Der Herr schenkt uns seinen Geist doch jetzt in dieser heiligen Messe. Er gibt uns alles. Er erfüllt uns mit seinem göttlichen Leben. Jesus kommt zu uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie, um sich mit uns zu verbinden, um uns reich zu machen an guten Werken. Ja, gerade jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit sind wir aufgefordert, eingeladen, die Werke der Barmherzigkeit zu tun, einander Barmherzigkeit zu erweisen, so wie der Vater uns sein Erbarmen schenkt. Ja, der Vater schenkt uns Vergebung, er schenkt uns neues Leben, er schenkt uns seine Reichtümer durch seinen Geist in seinem Sohn. Und dieser Geist Gottes erfüllt uns mit seinen vielfältigen Gaben. Er macht uns zu Zeugen des Friedens. Er erfüllt uns mit Freude, mit Liebe, mit Güte, mit Freundlichkeit, mit Langmut, mit Selbstbeherrschung, mit Weisheit. Er befähigt uns, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten so einsetzen, dass wir am Ende unseres Lebens nicht wie Narren, wie Toren dastehen, weil wir nur auf unseren eigenen Besitz, auf das Diesseits gebaut haben, weil wir nur Egoismus und Rücksichtslosigkeit ausgesät haben. Nein, wir werden das ernten, was wir im Namen Gottes ausgestreut haben. Die Frucht der Gnade, die Frucht der barmherzigen Liebe des Vaters, die Frucht des Geistes, der uns überreich beschenkt. Amen.